Bei mir ist heute Nadine Schön zu Gast. Nadine, du bist stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, kommst aus dem Saarland und du hast ein Buch vorgelegt mit dem Titel Neustart. Das klingt sehr nach Neustart und das zum Auftakt des neuen Jahres. Was steht drin und worum geht's da? Ja, Neustart ist das Ergebnis von monatelanger Arbeit von vielen Kolleginnen und Kollegen unserer Fraktion mit externen Experten. Wir haben uns überlegt, was muss sich in den nächsten Jahren in unserem Land ändern, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind, damit wir schneller und besser werden. Und wir merken ja, dass vieles in unserem Land zu kompliziert ist, zu langsam dauert und dass auf der anderen Seite China und die USA gerade im Digitalbereich sehr innovativ und dynamisch unterwegs sind. Und deshalb machen wir konkrete Vorschläge, wie unser Staat, wie unsere Verwaltung, die Art, wie wir Politik machen, schneller, besser und unkomplizierter werden kann. Natürlich spielt Digitalisierung eine große Rolle, aber nicht nur. Es geht vor allem um strukturelle Veränderungen. Also es geht um Zukunftskonzepte von jungen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundestag, die wissen, wie wir in Deutschland funktionieren, die aber auch Erfahrung haben, wie es im Ausland läuft und was man woanders besser macht. Also es geht um einen programmatischen Aufbruch der Union in diesem Wahljahr. Nach 16 Jahren Regierungszeit Angela Merkel sicherlich auch notwendig. Was sind die Schwerpunkte und wo muss die Union hin sich bewegen? Ja, es ist total wichtig, über den Tellerrand zu schauen. Für dich ist das täglich Brot im Verteidigungsbereich, dass man immer die globalen Entwicklungen im Auge hat. Und das müssen wir eben auch spiegeln auf unsere nationalen Verhältnisse und sehen eben die Dynamik in anderen Ländern und dass wir eben auch besser werden müssen, wenn wir das, was uns stark macht, nämlich unsere Werte, die uns auszeichnen, auch erhalten wollen. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen und auch für die künftigen Generationen hier noch Friede, Freiheit, Wohlstand, Demokratie, Menschenrechte sichern wollen. Deshalb machen wir konkrete Vorschläge für inhaltliche Themen, für die Bildung der Zukunft, für die Regulierung der Daten, für den Umgang mit künstlicher Intelligenz auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite machen wir eben diese strukturellen Vorschläge, wie wir die Verwaltung modernisieren, wie wir anders Gesetze machen als bisher und wie wir auch anders mit den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren. Da gibt die Digitalisierung bietet tolle Chancen, auch unser Handeln transparenter zu machen. Aber dafür müssen wir auch unsere Strukturen ändern. Und das ist der Vorschlag, der sich hinter diesen 103 Vorschlägen letztendlich verbirgt. 103 Vorschläge, das ist allerdings alles schon geschrieben und entwickelt worden vor der Corona-Pandemie, vermute ich. Was hat das für Auswirkungen? Bremst uns diese Pandemie oder müssen wir nicht schneller werden? Ist es ein Handlungsdruck, der neu entsteht, dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss, dass das wie ein Katalysator, wie ein Brennglas wirkt, sich auf das Wichtige jetzt zu konzentrieren? Ja, das ist auf jeden Fall so. Also viele Menschen merken ja, dass sich etwas ändern muss in unserem Land. Und ich spüre auch eine Bereitschaft dafür, dass sich was ändert. Wenn man in die Geschichte unseres Landes schaut, dann sieht man, dass immer nach Krisen große Veränderungen kamen. Und wir saßen im Januar da und haben gesagt, oh, jetzt haben wir hier so ein großes Reformpaket aufgeschrieben und haben gar keine Krise, ob das funktionieren kann. Dann kam die Krise dazu, die Corona-Krise, und da wurde vieles auch noch mal besonders deutlich, dass wir bei der Bildung besser werden müssen, dass wir die Verwaltung modernisieren müssen, gerade im Gesundheitsbereich sieht man. Und vieles davon haben wir in diesem Jahr schon auf den Weg gebracht. Wir warten also nicht, sondern fangen direkt an. Und das finde ich gut, dass wir da als Union, als Unionsfraktion hier auch der Treiber sind für Reformen, für die Zukunftsprojekte. Und dass wir auch gerade jetzt während der Corona-Krise nicht nur überlegen, wie können wir jetzt schnell aus der Krise rauskommen, sondern was sind die Konzepte für die nächsten 10, 15 Jahre, was sind die Weichenstellungen, die wir jetzt brauchen. Und das machen wir ja in der Fraktion auch sehr oft gemeinsam. Und ich hoffe, dass wir damit ein paar konkrete Punkte auch mit einbringen konnten. Ja, vielen Dank. Neue Ideen, neue Lösungen erfordern oft auch neue Köpfe. In den Medien nimmt man in der Regel nur die erste Reihe wahr, dass es dahinter auch eine zweite, dritte und viele weitere Reihen gibt mit Akteuren, die sich stark einbringen. Das macht ein solches Buch deutlich und ich glaube, das ist ein starkes Signal für die Erneuerung der Union, auch um erneut um Vertrauen zu werben in der Wählerschaft in diesem Bundeswahljahr 2021. Genau.